jetzt haben wir den nächsten Cheftrainer wieder da, Norbert Loch, Rennbogen-Cheftrainer. Norbert, wie lange kennen wir uns? Wir beide uns schon ewig, oder? Ja, Matthias, wann bist du das erste am Schlitten gesessen? 98? 97? So lange kennen wir uns schon. Norbert hat mich praktisch durch meine Jugend geführt. Wir recht als schlecht. Wir sind ja jetzt unmittelbar vor der Saison, Norbert. Wie ist so die bisherige Vorbereitung gelaufen für deine Athleten? Ja, im Großen und Ganzen relativ normal. Alle sind recht unfallfrei in der Vorbereitung durchgekommen. Ein kleiner Wehmutstropfen war jetzt die Tatjana Hüfler, die sich vor 3 Wochen beim Training einen Achillessehnenriss zugezogen hat, aber die Operation ist sehr gut verlaufen. Der Heilungsprozess läuft jetzt schon wieder normal und ich denke, dass sie pünktlich zum Saisonbeginn ganz normal Arbeit einsteigen. Okay. Wie laufen eigentlich so Qualifikationen ab für die Quali für den Weltcup? Du sollst dann entscheiden, der und der fährt Weltcup und der nicht? Oder gibt es da feste Qualifikationen dafür? Ja, wir haben ein Qualifikationssystem. Die Medaillengewinner vom Hauptwettkampf der vergangenen Saison, also in diesem Fall die Weltmeisterschaften Skoda im letzten Jahr, sind für die Weltcup-Mannschaft bereits gesetzt. Mhm. Alle anderen müssen sich über das Qualifikationssystem bei uns nominieren. Das sind insgesamt 4 Qualifikationsrennen, für die Damen und die Doppel sind es 5, weil wir dort in diesem Jahr eine Trennung vornehmen. Die Herren fahren das 5. Qualifikationsrennen nicht, weil sie werden dort einen extra Vorbereitungslehrgang in Lake Placid durchführen. Grund hierfür ist, dass wir mit den Herren ja doch aufgrund der höheren Starthöhe von den Herrenstarts dort eine höhere Anforderung haben in ihrem Bereich und wir uns dort mit den Herren etwas spezieller auf einer ausländischen Bahn vorbereiten wollen. Okay. Wie viel fahren dann noch Lake Placid von den Herren? Das wird etwas von den Leistungen abhängen. Wir hätten vor, mit etwa 6 Herren zu fahren, können 7, können aber auch nur 5 sein. Das wird von den Leistungen abhängen. Okay, das ist mir ja mehr oder weniger schon vorweggenommen. Die Tatjana Hüfner hat ja die Achillessehne abgerissen, was ja doch eine schwerwiegende Verletzung eigentlich ist. Und jetzt haben wir im Damenbereich die Nathalie Geisenberger natürlich so ein bisschen über dem Alter als Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Wir haben Diana Eidberger, die letztes Jahr sehr stark war, die Eileen Frisch, die Anke Wischnewski hat bereits nach Sochi ihre Karriere beendet. Wie ist so die Situation im Damenrodelsport? Ja, ich glaube, wir haben trotzdem mit der Tatjana eine Top-Athletin. Mhm. Sie wird zur Saisonbeginn fit sein, davon bin ich eigentlich überzeugt. Okay. Der Zeitraum müsste langen. Die Weltcups beginnen ja dann erst in der letzten Novemberwoche. Mhm. Und mit der Jana Eidberger und der Nathalie Geisenberger natürlich ein starkes Damenteam. Aber danach kämpfen wir um den Anschluss. Doppelsitzer in Deutschland immer ein großes Thema. Wir stellen eigentlich die beiden besten Doppel, kommen wir so mit Wendel Alt und Eckert Benigen. Ja, an denen kommt man nicht vorbei. Jetzt war es bei der WM natürlich so, dass Weltmeister Wendel Alt, Sascha Benigen und Toni Eggert etwas, sag ich mal, abgeschlagen bei der WM, aber haben natürlich die ersten 4 Weltcups gleich gewonnen. Also die battlen sich ziemlich stark. Aber dahinter schaut es jetzt nicht so gut, würde ich jetzt nicht sagen, aber ist ein bisschen finster, oder? Ja, auch da ist eine Lücke da. Aber ich glaube, gerade mit dem Winterberger Doppel Gold gegangen oder Brendel Schmidt, neu zusammengesetztes Doppel. Im letzten Jahr hoffe ich, dass wir dort ranrücken werden. Höhepunkt der kommenden Saison ist natürlich die WM in Königssee, daheim sozusagen. Also für uns ist es jetzt daheim, für die anderen natürlich nicht. Was setzt du in diese WM? Ich meine, auf der Heimbahn WM ist natürlich immer was Besonderes. Sicherlich was Besonderes, aber wir sind ja gerade in den letzten Jahren eine sehr erfolgreiche Mannschaft gewesen. Und es wäre wirklich vermessen zu sagen, wir schauen mal, was da wird. Mhm. Wir wollen gewinnen, wir wollen alle 3 Disziplinen gewinnen und natürlich auch den Teamwettkampf. Mhm. Ja, und nicht nur gewinnen, wir wollen natürlich sehr viele Medaillen dort auf unserer Bahn, auf unserer Heimbahn einfahren. Ja, Norbert, dann sage ich danke und ich wünsche dir viel Glück und deine Athleten für die neue Saison. Ja, da werden wir noch öfters zusammenarbeiten dieses Jahr. Schauen wir mal.